groggy. Bei dem ganzen Training sollte man die Gymnastik nicht vergessen. Deshalb ist es wichtig, dass man sich vor dem Training auch genügend aufwärmt. Eine Auswahl von Übungen habe ich gerade gezeigt. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr, aber das würde, glaube ich, diesen Rahmen sprengen. Bevor ich mit meinem eigentlichen Training beginne, mache ich grundsätzlich einige Bauchübungen als Aufwärmübung. Dazu dient mir der Roman Chair, den ihr hier seht. Und wie das Gerät funktioniert, werde ich euch demonstrieren. Als zweite Aufwärmübung für den Bauch führe ich meistens eine Übung aus für die untere Partie, die untere Bauchpartie. Und das geht meistens mit Beine anhocken. Das strengt ganz schön an. Ihr habt jetzt gerade eine kleine Auswahl an möglichen Aufwärmübungen gesehen, die ich grundsätzlich vor jedem Training durchführe. Doch nun zum Hauptteil meines Trainingsprogramms, dem Doppelsplit-System. Doppelsplit heißt im Grunde nichts anderes, als dass ich zweimal am Tag trainiere, um mir so das Training optimal aufteilen zu können. Beginnen möchte ich mit dem Brust- und Trizeps-Training. Ich liege jetzt hier unter der Multipresse und führe das Strebbankdrücken aus. Mal sehen, ob ich es schaffe. Beim Schrägbankdrücken ist zu beachten, dass der Körper ganz an die Bank gedrückt wird, damit kein Hohlkreuz entstehen kann, um die Übung abzufälschen. Ferner ist von Bedeutung, dass jede Wiederholung korrekt bis zur vollen Kontraktion ausgeführt wird. Der Neigungswinkel der Bank kann individuell verstellt werden. Meine Wiederholungszahl liegt zwischen 6 und 10 pro Satz, die Satzzahl zwischen 3 und 5, je nach körperlicher Verfassung und Gefühl, worauf ich großen Wert lege. Thank you.
Als hervorragende Brustübung eignen sich die D-Klein-Fliegenden, die speziell die untere Brustmuskulatur belasten, jedoch auch zum Gesamtvolumen der Brust beitragen. Schrägbankdrücken und D-Klein-Fliegende ergänzen sich optimal. Hierbei sollten sich die Kurzhanteln bei der fliegenden Bewegung berühren, um der Brust wiederum eine volle Kontraktion zu geben. Generell möchte ich betonen, dass das Gewicht nicht die primäre Rolle spielt, wie die meisten Bodybuilder glauben. Wichtig ist, dass man ein Gefühl zum Gewicht entwickelt und konzentriert mit diesem Gewicht arbeitet. Um die Brustmuskeln separat trainieren zu können, führe ich das schräge Kurzhanteldrücken aus. Wobei ich die Kurzhanteln einzeln nach oben, sprich alternierend, bewege. Dabei entwickle ich für die jeweilige Brustseite ein individuelles Gefühl und eine starke Konzentration für den einzelnen Muskel. Viele von euch werden sicherlich das Bankdrücken in diesem Programm vermissen. Ich will zwar nicht behaupten, dass ich Bankdrücken für ungeeignet halte, meine jedoch, mit schrägen und dehnenden Brustübungen bessere Erfolge erzielen zu können, da der auszuführende Weg beim Bankdrücken relativ kurz ist. Im abschließenden Teil meines Brusttrainings führe ich an der Butterfly, auch Pectic-Maschine genannt, aus. Diese Übung ermöglicht eine Muskelteilung in der Brust, die man dann als einzelne Fasern bewundern kann. Um einen ähnlichen Effekt zu erzielen, trainiere ich auch häufig an der Kabel-Crossover-Maschine. Beim Trizepsdrücken ist darauf zu achten, dass beide Oberarme dicht an den Körper gepresst werden, um ein Abfälschen der Übungen von Anfang an zu vermeiden. Jetzt wird praktisch nur mit den Unterarmen das Gewicht nach unten gedrückt, und zwar so weit, dass die Ellenbogen vollends gestreckt werden. Während der Negativphase lasse ich die Unterarme bis auf obere Brusthöhe kommen, damit die Trizepsmuskeln einen möglichst langen Bewegungsablauf haben. Erwähnen möchte ich wieder, dass ihr bitte auf die korrekte Ausführung und Kontraktion achten solltet. Haltet euch auch nicht zu sehr an Satz- und Wiederholungszahlen fest. Dabei kann die Gefahr entstehen, dass man unter Niveau trainiert, das heißt nur so weit, wie es Satz- und Wiederholungszahlen vorgeschrieben haben.
Beim Kurzhanteldrücken hinterm Kopf werden häufig zwei gravierende Fehler gemacht. Der erste ist, dass man den Arm wieder einmal nicht ganz durchdrückt. Und zweitens wird der Oberarm nicht dicht genug an den Kopf gedrückt. Klammert man beide Fehler aus, stellt ihr fest, dass man mit relativ wenig Gewicht auskommt. Aber es soll ja immer noch Leute geben, denen das Gewicht wichtiger erscheint, als sie aussehen. Ich bin sicher, dass sich so mancher Athlet umstellen muss, um nicht irgendwann in der Trainingsmonotonie zu enden. Abschlussübungen für die Trizeps bieten die Dips zwischen zwei Bänken. Ich erziele mit dieser Übung ein herrliches Brennen in der Muskulatur, vielen auch als sogenannter Pump-Effekt bekannt. Bei dieser Übung